Kannst du mir vielleicht mal aufhelfen? Mensch, Basti! Das nächste Mal kannst du auch sagen, dass du nicht tot bist. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Wo ist eigentlich Dominik? Die kleine Drecksau. Er ist tot. Bastian, geht's dir gut? Wo ist Dominik? Er ist tot! Bastian, komm, das bringt doch nichts. Gib mir die Waffe. Er war innerhalb von einer Sekunde tot. Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen. Ich weiß, wie man sich verteidigt. Er war noch so jung. Es war nicht deine Schuld. Das hätte jedem von uns passieren können. Er war zu unerfahren. Er hätte nicht lange überlebt. Nicht in dieser Welt. Komm, packen wir die Waffe weg und geh nach oben. Und dann trinkst du erstmal eine Tasse von Alex selbstgebrauchten Kamillentee. Furcht. Bastian verlor sukzessiv die Kontrolle. Die Situation war hoffnungslos. Emil versuchte, ihn zur Ruhe zu bringen, während Michael und Alex sich nach draußen begaben. Alex, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu dieser Gruppe gekommen? Bastian und Emil fanden mich circa vor 15 Monaten, als ich verwirrt durch die Wälder gestreift bin. Wie kam es denn dazu? Warst du etwa ganz alleine? Nein, ich war auf einem Campingausflug mit meinem Freund, als die Katastrophe passierte. Wir wollten so ein Adventure-Camping machen. Adventure-Camping? Ja. 2 Monate campen gehen, aber an besonderen Orten, wie die Berge oder einsame Täler. Hey, kannst du mir mal eine davon abschneiden? Natürlich. Danke. Auf jeden Fall hörten wir nichts von dieser Katastrophe. Anscheinend geschah es 2 Wochen nach Beginn unserer Reise. Die frische Bergluft schien uns vor einem Virus zu schützen. Doch als wir dann in die nächsten Ortschaften kamen, wo niemand mehr war, wurde mein Freund immer seltsamer. Was meinst du mit seltsamer? Am Anfang wurde er einfach oft aggressiv. Dann bekam er seltsame Ausschläge. Dann wollte er mich beißen. Er wollte dich beißen? Ja, ich kann mir das auch nicht erklären. Ich musste flüchten. Zuerst dachte ich, er habe eine seltene Krankheit.
Aber als ich dann in die nächsten Ortschaften zurückkam, sah ich, dass mein Freund nicht an etwas Einmaligem erkrankt ist. Ich weiß nicht, wie ich das überleben konnte. Ich sah meinen Freund nie wieder. Ich wünschte, ich wüsste auch, was mit mir passiert ist, bevor ihr mich gefunden habt. Ja, das kommt noch. Aber zuerst müssten wir wissen, ob du noch eine Gefahr für uns bist. Indem wir das Blut des Mutanten überprüfen und so feststellen, ob die Infektion über Speichel übertragen werden kann. Okay. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Die wirst du gebrauchen können. Kommst du? Ja, ich komm gleich. Geht schon mal vor.